Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist von den Vereinten Nationen zum Menschenrecht erklärt worden. Doch noch immer haben viele Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und es gibt schon Gegenden auf der Welt, da wird Wasser zum politischen Machtfaktor. Für die meisten Menschen in Mitteleuropa ist so etwas kaum vorstellbar. Mit dem Motto Wasser für den Frieden wurde am 22. März auch bei den Wasserwerken Zwickau an die Bedeutung des Wassers erinnert. Für uns ist es eigentlich selbstverständlich. Das Wasser kommt sauber aus dem Hahn, das Abwasser fließt weg und wird entsprechend behandelt, bis es wieder in die Natur abgegeben wird. Die Natur an sich hat es nicht so vorgesehen. Tiere und Pflanzen leben nur dort, wo die Bedingungen passen, nicht zu der Mensch, der sich seine Bedingungen schaffen will. Doch dazu braucht es eben einen gesellschaftlichen Konsens. Ja, eigentlich ist Wasser und Frieden sind beides essentielle Dinge für die Menschheit. Beides ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es mal war. Es gibt Krieg in Europa, es gibt Konflikte um das Wasser in der Welt, wo Trockenheit vorherrscht, wo Wasser als politisches Druckmittel eingesetzt wird. Das sind Dinge, mit denen dieser UN-Tag heute aufmerksam machen will. Wir in Mitteleuropa haben die gute Situation, dass wir ausreichend Wasser haben, aber dass wir trotzdem sorgsam damit umgehen sollten. Und jeder kann da seinen Beitrag dazu leisten, egal ob er das mit Wassersparen machen will oder mit dem bewussten Umgang mit Wasser und vor allen Dingen aber auch mit dem sicheren Umgang mit dem Abwasser. Das heißt, keine Medikamente, keine Chemikalien irgendwo dort einleiten. Das sind die kleinen Dinge, die wir alle tun können. Der Wasserturm in Oberplanitz ist ein gutes Beispiel dafür, welcher technische Aufwand in Deutschland schon lange betrieben wird, um Trinkwasser sauber und kontinuierlich bereitzustellen. Von oben hat man außerdem einen weiten Blick übers Land, über Städte und kleine Dörfer. Wie so oft in den letzten Monaten ist die Sicht an diesem Tag nicht die beste. Und so mancher wird sich denken, so langsam reicht es mal mit dem Regen. Es ist doch eigentlich genug, wenn nicht schon sogar zu viel. Nein, zu viel Wasser ist es nicht. Es werden sich einige noch daran erinnern an die Trockenjahre 18 bis 20. Das heißt, wir haben immer noch im Grundwasser leider zu wenig Wasser. Es hat jetzt diesen Winter sehr, sehr viel geregnet. Das ist sehr gut. Das hat die Situation entspannt. Aber es ist nicht so, dass das alles wieder komplett in Ordnung ist. Also wir können schon noch ein bisschen Wasser gebrauchen. Um auch in wasserarmen Zeiten Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, werden auch in Zwickau schon viele Jahrhunderte lang technische Anlagen errichtet. Beginnend mit Rohrleitungen aus den umliegenden Gegenden bis hin zu Wasserwerken wie in Wiesenburg. Einstmals Hightech, heute Zeugen der wirtschaftlichen Entwicklung, die zum Tag des offenen Denkmals einladen. Und da sind wir wieder beim Thema. Denn solche Infrastruktur lässt sich dauerhaft nur betreiben, wenn Frieden herrscht. Da haben Sie vollkommen recht. Und an so einem Tag muss man sich schon mal fragen, würdigt man das immer alles, was wir hier haben und was für uns eigentlich selbstverständlich ist. Wir drehen den Hahn auf und das Wasser kommt sauber und in bester Qualität aus dem Hahn. Und natürlich muss man viel dafür tun. Unser Unternehmen unternimmt wirklich jährlich sehr, sehr große Anstrengungen, um in Netze und Anlagen zu investieren. Wenn man sich es noch mal vorstellt, wir haben 2100 Kilometer Trinkwasserleitung und 1300 Kilometer Abwasserleitung. Das ist eine ziemlich große Summe und die muss instand gehalten werden. Wir haben im letzten Jahr dafür 27 Millionen Euro investiert, ungefähr hälftig fürs Trinkwasser und Abwasser. Realisiert haben wir dafür ungefähr 17 Kilometer an Leitungen. Wir müssen aber auch sehr, sehr viel in unsere Anlagen, sprich in solche Wassertürme, Wasserhochbehälter investieren, um diese immer wieder auf den Stand der Technik zu bringen. In diesem Jahr wird eine ähnliche Summe zur Verfügung stehen. Es sind sehr große Anstrengungen zu unternehmen, damit wir das, was wir haben, erhalten können und natürlich auch weiterhin verbessern können. Der Ausbau in die Netze ist weitestgehend abgeschlossen. Wir haben also nahezu 100% der Einwohner in unserer Region an das öffentliche Netz angeschlossen. Wasserwerk Wiesenburg ist seit vielen Jahren nicht mehr versorgungswirksam. Wir können auf einen großen Talsperrenverbund unseres Vorversorgers zurückgreifen. Und das sichert uns eine qualitativ und quantitativ hohe Versorgungssicherheit. Wir haben nur noch zwei eigene Brunnen im Mösengrund, aus denen wir das Wasser gewinnen. Ansonsten speisen wir Fernwasser ein von unserem Vorversorger. Und das auch nicht erst seit gestern. Dabei profitieren die Menschen hier von der Tatsache, dass in Deutschland Frieden herrscht.
Auf der anderen Seite bringt eine ausreichende Wasserversorgung Lebensqualität und damit wieder Sicherheit für die Menschen. Der Slogan Wasser für den Frieden ist also gar nicht so weit hergeholt. Daran sollte jeder denken, egal ob beim Aufdrehen des Wasserhahns oder wenn man an einem munter fließenden Gewässer steht.